Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Chefsesselgespräche. Das etwas andere Format mit einem anderen Blick auf die Digitalisierung. Wir sind heute zu Gast bei der Beiersdorf. Ich freue mich besonders, Frau Dr. Annette Hamann heute begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Dr. Hamann, schön, dass Sie für uns Zeit haben. Ja, erstmal auch von meiner Seite moin und willkommen hier bei Beiersdorf in Hamburg. Wie Sie schon sagten, mein Name ist Annette Hamann und ich bin jetzt seit Mai 2020 hier bei Beiersdorf CIO und Managing Director von Beiersdorf Shared Services. Mhm. Vielleicht bevor wir gleich mit der Digitalisierung anfangen, ein paar Worte vorab zu Beiersdorf, zu der Firma. Beiersdorf ist jetzt seit fast 140 Jahren bekannt für hochwertige und innovative Haut- und Körperpflege und für marktführende Hautforschung. Große Marken, wie Sie auch hier auf dem Tisch natürlich haben, ist Nivea, unter anderem aber auch Eucerin, Hansaplast und Labello. Ja, Frau Dr. Hamann, aber bevor wir jetzt vielleicht auch wirklich dann auch gleich über Digitalisierung reden und was Sie aktuell eigentlich auch beschäftigt, wo befinden wir uns ja eigentlich? Wir sind ja hier auch in einem sehr historischen Umfeld. Was sehen wir hier? Was können wir sehen? Genau. Wir sind hier in der nachgebauten Apotheke von Paul Beiersdorf, unser Firmengründer. Paul Beiersdorf kam nach Hamburg vor, wie gesagt, fast 140 Jahren, hat sich hier niedergelassen, eine Apotheke gekauft und mit seinem Erfinder- und Pioniergeist angefangen, Pflaster und andere Hautpflegeprodukte zu entwickeln, die die Gründung eigentlich des jetzigen globalen Unternehmens Beiersdorf ausmachen. 111 Jahre dieses Jahr Nivea, ich glaube, mit einer ganz langen Historie, mit verschiedenen historischen Möglichkeiten natürlich auch diese Marke zu vermarkten, zu verkaufen, auch an den Konsumenten zu bringen. Und ich glaube, das zeigt ganz schön, wie sich über die letzten Jahrzehnte auch das Konsumentenverhalten verändert hat. Und deswegen wäre natürlich nochmal spannend zu wissen, wie verändert sich das in der Zukunft? Nichts ist stetiger als der Wandel. Was bedeutet das jetzt auch für Sie und Ihre Digitalstrategie? Die Digitalisierung hat gerade in der Konsumgüterbranche sehr stark im Marketing begonnen, weil die normalen Medien, mit denen man zuvor mit dem Konsumenten in Kontakt getreten ist, nicht mehr ausreichen. Mhm. Früher war es sehr stark auf TV-Werbung fokussiert, Printmedien, Radiowerbung. Heutzutage kommen aber noch zusätzliche Channels hinzu, wie Social Media, Webseiten, Blogs. Und man muss auf allen diesen Medien präsent sein, um mit den Konsumenten in Kontakt zu treten und auch wesentlich individueller, als es früher der Fall war, seine Informationen über die Produkte, über die Marke und über den Mehrwert unserer Produkte an den Konsumenten herantragen. Mhm. Das heißt, aus unserer Sicht ist gerade die ganze Consumer Journey, wie wir das sehen, sehr wichtig in unserer Digitalisierungsstrategie, dass wir hier an jeden einzelnen Berührungspunkt, den wir mit unseren Konsumenten haben, zum einen das Wissen über die Marke, dann auch das Interesse an der Marke zu wecken, mhm, weiter über den, ich möchte das Produkt gerne kaufen, ich möchte es ausprobieren, über die Nutzung bis dann hin zur Markenloyalität, dass wir über alle diese Bereiche immer wieder mit unseren Konsumenten in Kontakt treten und hier auch es mehr und mehr schaffen, das Verständnis für den Konsumenten zu erweitern und damit auch mit sehr personalisierten Lösungen und sehr personalisierter Kommunikation auf unsere Konsumentenbedürfnisse zu reagieren. Mhm. Es ist sehr spannend, wenn ich gerade darüber nachdenke. Also wir selbst als Materna sind natürlich nicht direkt in der Consumer Journey, aber natürlich in der B2B-Journey mit Kunden. Mhm. Da gibt es doch gewisse Analogien, weil natürlich die Märkte immer schneller werden, die Anforderungen sich stark verändern. So sind wir auch im Dialog letztendlich. Es geht ja darum, auch zu schauen, wie man ihren Konsumenten da ein Erlebnis bieten kann und andersrum wir natürlich im Hintergrund mit IT und IT-Strategie, die Sie ja verantworten, ein Stück weit auch da helfen können, um da diese Geschwindigkeit und auch natürlich letztendlich die Kundenbindung hinzubekommen. Von daher glaube ich, sehr, sehr spannend. Was glauben Sie denn, wie sich auch durch oder mit IT Kundeninteraktion oder auch eine stärkere Kundenbindung erreichen lässt? Wie ich vorhin ausgeführt habe, ist es mehr und mehr wichtig, sehr individuell auf unsere Konsumenten einzugehen. Und das bedeutet natürlich, dass wir unsere Konsumenten auch besser kennenlernen müssen und hier sicherstellen müssen, dass die Informationen, die wir über unsere Konsumenten sammeln, zum einen natürlich sicher verwahren, sodass wir dass sie auch nicht für Dritte verfügbar sind. Auf der anderen Seite aber auch dann so mehr wertschöpfend nutzen, dass wir das wieder zugunsten unserer Konsumenten in individualisierte Informationen, aber auch eventuell in individualisierte Produktanforderungen mit einbringen können. Ja, erstmal, ich glaube, sehr spannend, was Sie gerade sagen. Gerade das Thema Datenökonomie und Datensicherheit sind natürlich auch zwei Themenfelder, wo sich Materna sehr stark beschäftigt. Wir stellen schon auch fest, dass das im Grunde unabhängig vom B2B oder B2C eigentlich das relevante Thema ist. Wie halte ich meine Daten? Wie sicher sind sie? Wie souverän muss ich sie halten? Und auf der anderen Seite aber auch, was kann ich mit meinen Daten anfangen? Und meine Daten in Anführungszeichen, also umso näher man am Konsumenten ist, umso relevanter ist natürlich auch das Thema Daten, DSGVO, Datenschutz.
Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, da auch ja, eine gute Strategie zu haben, was man mit Daten tun kann, was man mit Daten tun darf und natürlich diese auch abzusichern. Von daher sehr, sehr relevant. Wir beschäftigen uns damit natürlich auch als Materna, aber ich glaube, gerade im Speziellen jetzt in dem heutigen Gespräch einen schönen Einblick natürlich in ein sehr, sehr berühmtes, bekanntes B2C-Unternehmen mit einem ganz tollen Markenauftritt, die ja doch sehr vielfältig sind. Jetzt mal ein Stück weit auf Sie persönlich geschaut, Frau Dr. Hamann. Wir haben ja schon auch in der Vergangenheit mal miteinander zu tun gehabt, deswegen hat man natürlich so ein bisschen auch so den Weg verfolgt. Kann Ihnen aber sagen, ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, das würde ich gerne kurz ablesen. Die IT-Organisation muss zum Enabler werden, der als selbstverständlicher Teil des Geschäfts aktiv Unternehmensstrategien und Geschäftsmodelle mitgestaltet. Wie stellt sich das jetzt konkret bei Beiersdorf Shared Services künftig dar? Also was sind so Ihre Schwerpunkte? Und ja, welche Rolle spielt da vielleicht dabei auch Automatisierung? Also zum einen ist es wichtig, dass die IT sich nicht als einen Dienstleister sieht innerhalb eines Unternehmens, der Aufträge einfach ausführt, sondern dass sich die IT auch als eine Funktion sieht, die einen Mehrwert für das Geschäft darstellt. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Das ist ein Kulturwandel, auch bei uns innerhalb des Unternehmens. Wir haben eine ganze Transformation darauf aufgebaut, wo wir wirklich durch alle verschiedenen Bereiche gehen, angefangen mit unserer Strategie, über unsere Organisationsstruktur, unser Operating Model, unsere internen Prozesse, weil desto mehr wir automatisiert sind, desto flexibler können wir auch agieren. Dann geht es weiter über die Architektur. Auch hier brauchen wir eine flexible und agile Aufstellung, dass wir schnell mit neuen Lösungen in das Geschäft reinkommen können, aber wiederum auf der anderen Seite auch flexibel genug sind, Sachen wieder abstellen zu können, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Und natürlich als letzten großen Punkt sind natürlich die Skills und Capabilities, die wir innerhalb der Organisation haben, aber auch, wie wir mit unseren Partnern und Dienstleistern zusammenarbeiten wollen. Mhm. Und über allem steht natürlich das große Ziel, dass wir für das Geschäft Mehrwert generieren wollen. Das heißt, diese interne Transformation ist eigentlich mehr ein Mittel zum Zweck, um dann am Ende nachhaltig auch für das Geschäft durch unsere Technologielösungen Mehrwert zu generieren. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube gerade, was Sie gesagt hatten, auch Mehrwerte zu generieren und dann eben das vielleicht automatisiert zu tun, um dadurch natürlich auch Synergien zu schaffen in der eigenen IT. Also ich glaube, das trifft dann auch natürlich die Erwartungshaltung vielleicht auch, was muss eigentlich IT heutzutage leisten. Von daher erstmal vielen Dank für den spannenden Einblick. Ich habe aber noch vielleicht noch eine persönliche Frage dazu. Ich habe das hier ein bisschen auf meinem Spicker auch stehen. Ich bin ja auch 2020 neu bei Materna gestartet, Sie in einem ähnlichen Zeitraum dann bei Beiersdorf. Jetzt haben wir beide quasi während der Pandemie gestartet. Was war so Ihr Learning oder was war so die größte Herausforderung? Haben Sie da einen Einblick? Also ich kann vielleicht von mir sagen, das Schwierigste war, man hat 3000 Mitarbeiter und hat keinen persönlich getroffen. Man hat so das Kulturthema gar nicht so auf den Weg bekommen, auch im Sinne von wirklich Leute kennenzulernen und auch Interaktionen zu haben. Das genieße ich deswegen im Moment wieder sehr. Das ist ein Stück weit jetzt Mai 2022 sind wir mit der Pandemie einen Schritt weiter. Man merkt deutlich, dass man wieder Leute treffen. Mir macht das gerade sehr viel Spaß. Aber was ist so Ihr Learning aus den 2 Jahren Pandemie? Also was im neuen Unternehmen während der Zeit? Also auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich, weil auch mir ist natürlich am Anfang sehr schwer gefallen, in einem Unternehmen anzukommen, wenn man eigentlich niemanden kennenlernen kann oder niemanden direkt kennenlernen kann. Was ich allerdings festgestellt habe, am Anfang war es okay, man hat seine Onboarding-Termine, die meistens ja immer 1:1 sind, da kommt man mit Video, finde ich, auch sehr gut klar. Mhm. Es wird dann nur schwerer, wenn man anfängt, wirklich zu größeren Gruppen kommunizieren zu wollen. Und gerade jetzt, wo wir auch eben diese große Transformation gestartet haben, mitten in der Pandemie, war es dann doch sehr schwierig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kommt das eigentlich in der Organisation an? Weil man steht nicht vor den Leuten, man zeigt Slides, man guckt in die Kamera, man sieht seine eigenen Slides, aber man sieht keine Gesichter, man sieht keine Reaktion, man hat keine Körpersprache als Feedback. Mhm. Und das ist, denke ich, aus meiner Sicht etwas, wo ich jetzt darauf hoffe, dass wenn wir jetzt wieder mehr auch in Person Themen bearbeiten können, dass man dort schneller eine Rückmeldung bekommt. Wir haben die Restriktionen dadurch kompensiert, dass wir verschiedene Formate angeboten haben, um die Mitarbeiter in der Transformation mitzunehmen. Wir haben zum einen Workshops organisiert, die in kleineren Gruppen waren, wo wir auch viel Gelegenheit zum Austausch gegeben haben. Wir haben bestimmte Sessions, die sehr stark auf Kulturthemen, also Changing, Leading und auch Motivation gingen, aufgesetzt, wo auch hier wir in kleineren Gruppen die Mitarbeiter direkt abgeholt haben. Wir haben natürlich auch klassische PowerPoint-Sessions gemacht, wo wir die Struktur und den Weg nach vorne vorgestellt haben. Und wir haben eben
auf diese Art und Weise durch die verschiedenen Formate auf die unterschiedlichen Anforderungen der Mitarbeiter eingegangen. Mhm. Ja, das kann ich total nachvollziehen, was Sie sagen. Habe ich ähnliche Herausforderungen gehabt, speziell auch mit dem Thema, Sie haben vom Transformationsprogramm, über das wir gleich noch sprechen wollen, auch schon gesprochen. Ich habe natürlich bei Materna mit der Mission 2025 ein neues Strategieprogramm gestartet und kann Ihnen sagen, wir haben jetzt davor die Woche ein Frühlingsfest gehabt und das erste Mal 550 Leute live getroffen und hatte so ein bisschen freudige Erwartungen und die ist bestätigt worden in dem Sinne, dass es viele positive Feedbacks gab, die man sonst so gar nicht bekommen hätte. Das war wirklich sehr schön zu sehen, nach 2 Jahren in die Kamera sprechen, dass die Formate, die man dort genutzt hat, eben auch doch resonieren, ankommen und dass sogar auch Lob ausgesprochen wurde dafür, wie man dort kommuniziert hat, dass man die Leute mitgenommen hat. Und ich glaube, dass auch mit digitalen Medien eben auch kommuniziert werden kann. Perfektes Beispiel auch von Ihnen. Also vielen Dank dafür, für diesen Einblick. Aber nochmal zurück zu Ihrem Transformationsprogramm, das Sie ja Ende 2020 gestartet haben. Können Sie uns da ein bisschen mal einen Einblick geben, in was Sie da gestartet haben? Vielleicht gibt es ein paar Beispiele, die Sie nennen wollen, wo es auch schon konkrete Umsetzungsergebnisse oder auch Veränderungen gibt. Ich hatte ja als in einem der Bereiche, in dem wir unsere internen Prozesse uns angucken, haben wir 2 verschiedene große Programme. Zum einen gehen wir wirklich durch die Prozesse einzeln durch und schauen, laufen sie gut? Was sind die Felder, wo es eventuell nicht so gut läuft mit der Interaktion in den unterschiedlichen Organisationsbereichen? Und wie können wir es anders machen, sodass die Prozesse zum einen verschlankt werden, aber auch agiler sind und besser den Anforderungen in der Digitalisierung reichen. Der andere Teil ist, dass wir das Ganze auch auf ein neues Tool umbauen. Wir hatten davor natürlich für jeden Prozess ein eigenes Tool und das Ganze versuchen wir jetzt auf die ServiceNow-Plattform zu heben, wo wir auf der einen Seite dann natürlich über ein integriertes Datenmodell eine End-to-End-Sicht über unsere IT-Prozesse haben, auf der anderen Seite aber natürlich auch unsere Architektur wesentlich verschlanken. Das ist natürlich auch etwas, was dann erstmal eine wichtige Basis darstellt, überhaupt mal eine einheitliche Plattform zu haben, Services zu integrieren, zu automatisieren. Was glauben Sie denn im Rahmen dieser Reise, gibt es eine Herausforderung, die Sie aktuell spüren, wo Sie sagen, wow, das wird jetzt der nächste große Schritt oder das ist so das naheliegende nächste Ziel, was Sie im Auge haben, wenn man das überhaupt so sagen kann, beispielhaft? Eines der größten Herausforderungen ist wirklich, wie messen wir den Mehrwert von Technologie? Wir haben natürlich damit angefangen, Business Cases zu rechnen, kam dann aber in große Diskussionen, weil natürlich in der IT man es eher gewohnt war, auf die Kosten des Projekts zu achten, auf die Projektdauer zu achten, auf die Qualität, den Scope, aber nicht dann am Ende weiterverfolgt hat, ob die Lösung auch wirklich den Mehrwert gebracht hat, den man sich eigentlich erhofft hat. Mhm. Und dass hier natürlich auch eine ganz andere Zusammenarbeit mit den Geschäftsfunktionen erforderlich ist, um diesen Mehrwert auch wirklich nachzuvollziehen und nachzuhalten. Und das ist eines der Themen. Wir haben dafür extra einen neuen Begriff kreiert, das Value Acceleration Office. Das ist sozusagen ein erweitertes Portfolio Management, weil wir eben hier nicht nur unsere Projekte planen und auch gucken, wie sie zusammenpassen, sondern auch am Projektende weiter nachhalten, was ist der Mehrwert und welche Learnings können wir daraus ziehen, was wir dann beim nächsten Mal anders machen können. Also sehr interessant. Ich glaube, das ist natürlich eine Frage, die viele beschäftigt. Es war mal einfacher, Mehrwert von IT zu messen. Heutzutage ist es dann ja schon, dass Technologie auch Teil eines Geschäftsmodells wird. Ja. Und von daher vielen Dank. Also wirklich vielen Dank für diesen interessanten Einblick in dieses Transformationsprogramm und die Herausforderungen. Wir werden natürlich sehr gespannt weiterverfolgen, wie Sie dort unterwegs sind. Und ich wünsche da erstmal Ihnen alles Gute, auch mit Ihnen und Ihrem Team, auch der Beiersdorf, möglichst viel Erfolg in diesem Umfeld. Und bevor wir aber jetzt dann abschließen, habe ich die berühmt-berüchtigen 3 Fragen zum Schluss. Und da geht es ein bisschen so um Sie als Person auch, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Und die erste Frage wäre hier, Sie sind in Ihrem beruflichen Alltag natürlich sehr stark eingebunden. Wie entspannen Sie sich nach einem stressigen Arbeitstag? Zum einen versuche ich regelmäßig Sport zu machen und ich versuche auch eine gute Work-Life-Balance zu haben. Ja, also die Herausforderung haben wir, glaube ich, alle irgendwie. Das ist von daher erstmal danke dafür. Jetzt auf Ihren Werdegang schauend, wenn ich das überhaupt so formulieren darf, lag natürlich die IT-Karriere nicht unbedingt auf der Hand. Wenn Sie nicht CIO geworden wären, was wären Sie denn dann geworden? Als ich nach der Schule mir überlegt habe, in welche Richtung ich weitergehen wollte, hatte ich eigentlich 2 große Ziele, entweder Ägyptologie und Mathematik. Ich habe mich für die Mathematik entschieden, also wäre ich wohl, wenn ich nicht hier säße, Ägyptologe.
Das ist spannend. Da muss ich auf jeden Fall gleich erstmal schauen, was man als Ägyptologe so macht. Ich bin da ehrlicherweise relativ straight gewesen, bin Diplom-Kaufmann, von daher. Aber das ist zumindest von der Mathematik nicht ganz so weit entfernt. Also erstmal danke für diesen Einblick. Vielleicht nochmal die dritte Frage. Auch wir sind ja als Frau in einer bedeutenden Führungsrolle und damit natürlich für viele Frauen auch vielleicht ein Vorbild oder auch generell ein Vorbild. Vielleicht können Sie den folgenden Satz vervollständigen. Frauen in der IT sind... Ich würde sagen, Frauen in der IT sind selbstverständlich und aber auch wichtig, denn ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in Teams ist wichtig, damit die Teams erfolgreich sind. Ja, dem kann ich nichts Sinnvolles hinzufügen, Frau Dr. Hamann. Das ist, glaube ich, sehr richtig und vielen Dank dafür. Generell, vielen Dank, dass Sie uns empfangen haben. Vielen Dank für die Möglichkeit, auch hier in diesem schönen Setup Ihr Gast sein zu dürfen. Von daher vielen, vielen Dank. Alles Gute für Ihre Zukunft, für die Zukunftspläne, für die Beiersdorf, für Sie. An die Zuschauer draußen, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Moin aus Hamburg.